Jelis Kotsch und Yannick Kontalis scheinen sich ausgesprochen zu haben. Jelis verliebte sich in ihrer Dating-Show Make Love Fake Love in den Videoproduzenten. Die beiden Turteltauben schienen ein Herz und eine Seele zu sein und Yannick fungierte sogar als Ersatzpapa für Jelis kleine Tochter Snow, die sie mit ihrem Ex-Freund Jimmy Blue Ochsenknecht hat. Umso überraschender kam dann das Liebesaus. Auf Instagram verkündete Jelis die Trennung von ihrem Freund und warf ihm vor, sie betrogen zu haben. Yannick konterte und beschuldigte die Reality-TV-Darstellerin, während ihrer Beziehung weiter Kontakt mit Make Love Fake Love-Finalist Max Bornmann gehabt zu haben. Bevor es zum ganz großen Rosenkrieg kommen konnte, hat sich das Ex-Paar nun ausgesprochen. In einem Instagram-Statement schrieb Yannick: Jelis und ich haben persönlich über alles gesprochen. Bitte akzeptiert, dass wir uns zu dem Thema nicht mehr öffentlich äußern. Wir nehmen uns Zeit, um alles verarbeiten zu können.